The test has shaken him. I see the doubt in his eyes as he heads towards the lake. So Pan is helping him now. That's good. Perhaps it bodes well. I wonder if he knows what awaits him here, in this place where the dead can contact the living. It is cold now. A chill wind blows through his heart. I can see it, feel it. He will need help if he is to succeed. He must not fail. He will not fail. Not now. Not yet. Not if I have anything to do with it. Buenos dias, mis amigos. Hier ist für euch wieder Lafaniual. Und zwar heute mit der 5. Folge meines Castlevania Lords of Shadow Let's Plays. Und ja, wir sind beim See des Vergessens angelangt mit Gabriel. Finden hier jetzt noch einen kleinen Lebensstein, um unsere Sammlung etwas weiter zu vervollständigen. Und ich muss jetzt eigentlich schon wieder die Phrasen halten. Oh, dieses Spiel liebt seine Cutscenes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich hab's auch schon mal gesagt, ne? Aber in dieser hier wird zumindest nicht groß geredet, deswegen laber ich trotzdem einfach mal. Mein Gott, ich habe keine Lust, jetzt hier wieder 4 oder 5 Minuten vielleicht zu reden von über 13, wie ich gerade sehe. Sondern ich möchte lieber auch ein bisschen durchgehend reden und euch durchgehend mit meiner famosen Stimme unterhalten. Ja, und viele schalten jetzt ab, weil sie wissen, ah, um Gott, um Gottes Willen, der Alte, was labert der uns da voll? Ja, jedenfalls treffen wir in diesem Level unseren ersten Endgegner und ich frage mich, wann er jetzt endlich hochkommt. Ach ja, da hinten. Und es ist ein Titan. Ein riesiger, mächtiger Golem aus Stein und Fels und Eisen und Magie und allem drum und dran. Sozusagen ein lebender Berg oder was auch immer, wie man es auch nennen möchte. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie die Lykaner oder wer auch immer es jemals geschafft haben, so ein Riesenviech zu besiegen. Zumal wir werden da später in der Story noch drauf kommen, aber es soll von diesen Viechern eine ganze Armee gegeben haben, die gegen die dunklen Würsten und so weiter angetreten sind. Ich frage mich wirklich, wie wurden die besiegt? Wenn es davon eine Armee gab, ich gehe bei Armee mal von 200 bis 300 vielleicht aus. Keine Ahnung, wirklich nicht. Na, jedenfalls hat der Golem ein paar Attacken und zwar, ja, wir sehen, der Eistitan ist völlig immun gegen unsere Dolche und er hat eben diese eine Attacke, die wir gerade gesehen haben, wo er irgendwie magisch einen Eisschuss auf uns abfeuert, der am Boden lang geht oder so. Und er kann eben diesen mächtigen Schlag ausführen. Und diesen mächtigen Schlag wird er jetzt ein weiteres Mal ausführen und dann werden wir die Möglichkeit bekommen, ihn endlich anzugreifen, denn da sehen wir einen Verankerungspunkt für unseren Greifhaken. Und ja, wir müssen im Verlauf dieses Kampfes jetzt an sich immer noch weiter den Golem hochklettern. Da geht es nicht lang, was mache ich? Immer weiter den Golem hochklettern und er wird immer wieder versuchen, uns abzuschütteln. Und wenn er versucht, uns abzuschütteln, müssen wir R2 gedrückt halten. Und ja, das Ganze ist wohl von Shadow of the Colossus abgeguckt, aber wohl schlecht abgeguckt. Und ja, weil beim Kampf selbst nicht viel Neues ist, außer diesem hier, denn wir müssen immer zu diesen Runen kommen und die zerstören. Wir sehen oben rechts, verliert er Lebensenergie, wenn wir diese Runen angreifen. Und nach, ich glaube, etwa 10 Schlägen oder so sind diese Dinger auch immer kaputt. Und wir kommen zum nächsten Teil des Kampfes und müssen eben, ja, dann immer wieder dem Golem ausweichen und den Attacken, die er ausführt. Und uns hin und her hangeln mit unserem Kampfkreuz, um eben zu den einzelnen Runen zu gelangen. Und dabei aufpassen, dass er uns mit keiner seiner Attacken erwischt. Wie hier zum Beispiel, da müssen wir zwingend ausweichen. Ansonsten greift er uns nämlich, wirft uns runter. Und wir müssen einen Abschnitt des Kampfes wiederholen. Also so einen Abschnitt der Kletterpartie zumindest. Die Runen, die regenerieren sich glücklicherweise nicht. Ja, wie gesagt, also es soll wohl in Shadow of the Colossus auch solche Kämpfe geben. Nur wesentlich besser ausgeführt und das hier ist wohl einfach ein billiger Abklatsch. Ich kann dazu nichts sagen, ich meine,
Das sind jetzt nicht die geilsten Stellen des Spiels, aber ich weiß nicht, ich persönlich finde diese Kämpfe nicht so schlimm. Also wenn man weiß, was man macht, gehen die auch relativ flott rum eigentlich und ich finde es in Ordnung. Ja, wie ich so vieles an diesem Spiel, was andere vielleicht richtig scheiße finden, noch relativ in Ordnung finde. So ist es eben, ich mag dieses Spiel wirklich. Es ist mein erstes eigenes Castlevania. Ich habe inzwischen auch zum Beispiel Super Castlevania gespielt oder wie ihr wisst, das erste Castlevania. Ich habe auch Castlevania 2 und 3 gespielt und ganz ehrlich, diese ganzen Castlevania-Teile, die alle so richtig geil finden, die in diesem Metroid-Style mit den RPG-Elementen, die finde ich persönlich gar nicht so gut. Da habe ich, glaube ich, keins von durchbekommen, aber was ich durchgekriegt habe, sind eben diese Oldschool-Castlevania-Teile. Ich weiß nicht, ich finde Castlevania sollte ein bisschen straightforward sein und da macht mir dieses Spiel einfach mehr Spaß als diese ganzen anderen, diese RPG-Spiele, die rausgekommen sind. Für DS und Game Boy Advance und alles, weil ich weiß nicht, ich finde Castlevania sollte simpel sein und das hier ist auf jeden Fall simpler als die anderen großen beliebten Teile. Aber jedenfalls haben wir jetzt den Eistitan gleich besiegt. Ja, ich denke mal, da hätten wir eigentlich dranbleiben können jetzt. Er merkt also, er schüttelt immer mehr rum und so weiter, um uns abzuschütteln, aber für uns kein großes Problem. Und jetzt kommt eine Figur ins Spiel, von der ich nicht ganz genau weiß, ob sie in der Story wirklich Sinn macht. Naja, gut, aber das wird alles dann ganz am Ende aufgelöst werden, warum ich denke, dass diese Figur in dieser Story vielleicht nicht ganz so viel Sinn macht. Da werde ich dann auch erst am Ende der Story drüber reden, um jetzt nicht zu viel zu spoilern. Ja, und jetzt kommt eine ewig lange Cutscene. Den Eistitan haben wir aber besiegt, oder auch nicht wir, sondern dieser geheimnisvolle, mysteriöse Mann. Aber ihr merkt schon, wenn ich nicht in die Cutscenes reinlabern würde, hätte ich hier wirklich nicht mal die Hälfte des Gesprächsanteils. Aber gut, jetzt halte ich die Klappe und lasse euch erstmal noch die Cutscene genießen, meine Besten. Bis gleich. Forgive me. I was not there to save you. There is nothing to forgive, my love. I am so happy to look upon your face again. And I yours. My love, the elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening. The world has been isolated from the heavens. Some believe that God has abandoned us. Can it be true? I feel that the spirits are trying to talk to me. They whisper things to me. It is hard to understand them all. It is so dark, so many people crying. I cannot find them in the blackness. I'm scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling you? Who are they? They are the spirits who founded your order, and that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. Marie. I love you, Gabriel. Don't go, Marie. I love you too. Why are you here? Who sent you? I am Zobek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. He felt you would be in need of my assistance. I have heard of you.
I am sorry. My name is Belmont. I know who you are. Was that the spirit of someone you know? Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do you mean? Only that the founders of the order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own and use it in order to overcome all evil. It is said this warrior would become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything. The Founding Spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more. And don't you see, Gabriel? You can bring her back. If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail, or they will turn all of their attention towards us. We should take different routes, you and I. I will head for the Land of the Lycans. You leave for the territory of the Vampires and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies furthest. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy, and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Thank you, brother. You have given me renewed hope. Ah ja, und damit haben wir endlich die Lichtmagie erhalten, die wir uns dann im nächsten Part etwas genauer ansehen werden. Und wir machen uns jetzt endlich auf, wirklich die Fürsten der Schatten einen nach dem anderen zu erledigen. Und ja, obwohl es immer mal wieder auch längere Cutscenes geben wird, haben wir jetzt, glaube ich, erstmal den ersten riesigen Cutscene-Ansturm überstanden. Und es geht jetzt langsam mal wieder mehr in Richtung Action-Levels. Ihr seht, wir können uns jetzt auch erstmal die Direkt-Heftig-Kombo kaufen. Eine Kombo, die ich ziemlich häufig einsetzen werde übrigens. Und für die es auch ein Upgrade zu kaufen gibt, das wir später auch noch haben werden. Das Upgrade werden wir aber nicht so häufig sehen, weil diese Kombo, wie ich finde, nur teilweise nützlich ist. Wenn man gerade Zeit hat, ein paar Treffer damit zu landen, okay. Aber wirklich die ganze Kombo einzusetzen und die bis zum Ende durchzuhalten, zumindest auf schwer und höheren Schwierigkeitsgraden meiner Ansicht nach fast unmöglich bis ganz unmöglich. Ja, aber jedenfalls, Leute, das war die 5. Folge meines Castlevania Lords of Shadow Let's Plays. Ich bin Lafar Anual und wir sehen uns in Folge Nummer 6. Bis dann, ciao.